Ja Leute, was geht? Mein Name ist Jordan, heute mit einer neuen Folge 5 in 5. In dieser Serie stelle ich euch 5 Fakten, 5 Spieler, whatever, in 5 Minuten vor. Viele von euch haben sich ein Video über Stephen Curry gewünscht. Deshalb zeige ich euch heute 5 Stephen Curry-Rekorde in 5 Minuten. Wenn auch ihr einen Videowunsch habt, schreibt ihn entweder hier in die Kommentare oder schreibt mir bei Insta. Das wird nochmal hier eingeblendet, ist aber ansonsten auch in der Beschreibung verlinkt. Aber die Zeit ist begrenzt, also ab ins Video. Erstens, die beste Freiwurfquote. Curry hat in seiner Karriere eine Freiwurfquote von überragenden 90,56%. In seiner bisherigen Karriere hat er von 2827 Freiwürfen unmenschliche 2560 getroffen. Kleiner Funfact am Rande. In der letzten Saison hat er 100% seiner 26 Freiwürfe getroffen. Okay Jordan, das reicht jetzt auch wieder. Jedoch hat er nur 5 Spiele gemacht. In der gesamten NBA-Geschichte haben nur 2 weitere Spieler mehr als 90% über die Karriere getroffen. Einmal Steve Nash mit 90,43% und Mark Price mit 90,39%. Den Rekord in einer Saison trägt übrigens José Calderón mit 98,1% in einer gesamten Spielzeit. Auf zum zweiten Rekord. Der erste Rekord, der mir in den Kopf gekommen ist, sind die meisten Dreier in einer Saison. In der Saison 2015-2016 traf er in seinen 79 Spielen im Schnitt 5,1 Dreier und beendete die Saison mit 402 getroffenen Würfen von Downtown. Diese traf er wahnsinnig effizient, um genau zu sein mit 45,4%. Zum Vergleich auf Platz 2 ist James Harden mit 378 Dreiern in der 2018-2019 Saison bei einer Quote von 36,8%. In Totals ausgedrückt bedeutet das, dass er 142 Dreier mehr als Curry geworfen hat, aber trotzdem 24 weniger getroffen hat. Okay, an der Stelle sorry an alle James Harden Fans. Rekord Nummer 3 sind gleich mehrere Meilensteine. Er ist sowohl der Spieler, der am schnellsten die 1000 als auch die 2000 Reihe erreicht hat. Hierfür braucht er 369 bzw. 597 Spiele. Dies zeigt, dass Curry seit seiner Rookie-Season ein begnadeter Dreierschütze war und dies auch von Beginn an mit einer sehr hohen Effizienz unter Beweis gestellt hat. Neben diesen ziemlich offensichtlichen Stats besitzt er auch eine ganze Reihe von einzigartigen Rekorden. Einige dieser ESPN-Stats werde ich euch jetzt vorstellen. Er hat sowohl die meisten Spiele mit 4 Dreiern und 4 Assists, 5 Dreiern und 5 Assists, 6 und 6, 7 und 7 und sogar mit 8 getroffenen Dreiern und 8 Vorlagen. Bevor ich euch jetzt mit den ganzen Spielanzahlen langweile, nur ganz kurz. Von den 4 und 4 Spielen hatte er ganze 269 in seiner Karriere und von den 8 und 8 beeindruckende 17 Stück. Ach, übrigens führt er mit 2 Spielen mit mindestens 9 Dreiern und 9 Assists auch diese Statistik an. Beim letzten Rekord geht es natürlich ebenfalls um seine Fähigkeit von Downtown. In den 2018-2019 Playoffs hat er Ray Allen als Spieler mit den meisten Dreiern in den Playoffs abgelöst. Aktuell steht er bei 470 getroffenen Würfen, während Ray Allens Rekord bei 385 lag. Natürlich hat er auch die meisten Dreier in den NBA Finals getroffen, sowohl insgesamt als auch in einer einzelnen Serie, und zwar mit 28 in den 2015-16 Finals gegen die Cleveland Cavaliers und LeBron James. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch zu dieser Serie ein Video haben wollt. Das war's jetzt erstmal von mir. Wie hat euch das Video gefallen? Schreibt gerne mal in die Kommentare, wozu ihr das nächste Mal ein 5 in 5 sehen wollt. Ich weiß, diesmal waren es ziemlich viele Zahlen, mit denen ich um mich geworfen habe, aber anders kann man seine Dominanz von Downtown einfach nicht beschreiben. Das Gewinnspiel von letzter Woche lose ich, sobald dieses Video online ist, auf Instagram aus und der Gewinner wird auch nochmal im nächsten Video erwähnt. Und jetzt, bis zum nächsten Mal.